Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen, heute mal wieder Proteinriegel-Video. Letztes Wochenende gab es Proteinprodukte allgemein. Heute gibt es Proteinriegel. Es gibt nämlich einige neue Riegel, die wir uns anschauen müssen und darunter zwei ganz besondere, denn das sind Fanpost von Laura, vielen Dank. Und zwar der vegane Proteinbar Cinnamon Bun, hallo, von Atlas. Und auch der Apple Crumble von Atlas, nochmal vielen Dank. Sehr geil. Ich hatte schon Atlas-Riegel für euch getestet, da waren die noch relativ neu. Die waren gut, nicht überragend, aber ich glaube, sie haben sich gemausert und sie sind so eine Art vielleicht Geheimtipp. Problem an den Riegeln ist, sie sind arschteuer, deswegen kaufe ich persönlich sie mir nicht. Und dann gibt es noch drei neue, beziehungsweise wieder da Riegel, die es bei Beast Mode gibt, und zwar den Misfits Gingerbread. Ja, Sonne scheint. Powered übrigens auch, dann Peanut Butter and Jelly, soll sehr gut sein, laut euch. Und der Chocolate Speculoos. Also Speculoos ist ja so ein Ding, das assoziieren wir natürlich mit Weihnachten, aber das ist grundsätzlich auch so in Holland, da kannst du hingehen, da gibt es immer Speculoos. Einfach so eine Art Gewürzkeks. Der Gingerbread, ich glaube schon, dass das eine Weihnachtsedition ist, aber vielleicht, soweit ich den verstanden habe, sind die jetzt wieder für Händler freigegeben und deswegen hat er dann wohl eine Lieferung bekommen. Ich nenne ihn jetzt Herr Beast Mode einfach mal. Also ich weiß den Namen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn sagen darf. Von daher sage ich jetzt Herr Beast Mode. Herr Beast Mode. Hey, sind Sie nicht der Herr Beast Mode? Na klar. Also, Vegan Protein Bar Cinnamon Buns. Also wir haben vier vegane, eine nicht vegane. Also dann fangen wir doch einfach mal mit dem. Nee, dann machen wir den zum Schluss. Wir machen den Cinnamon Buns. Ich bin sehr gespannt drauf. Soll super gut sein. Tapioca-Sirup, ja, als Basis. So ein Ballaststoff-Sirup dann auch aus Tapioca. Genau, 27,5. Ist ordentlich. Erbsenprotein ist drin. Fava-Bohnenprotein. Das sieht man tatsächlich nicht so oft. Geröstete Erdnüsse sind noch drin. Erdnussmus, Haselnüsse. Da kommen dann also auch nochmal Protein durch und gleichzeitig auch Fett. Dann haben wir eine kakaohaltige Fettglasur. Ceylon-Zimt, das ist der gute. Und gesüßt wird mit Sucralose. Also ja, Zutaten, wirklich vernünftig. Für so einen veganen Riegel, wie viel Eiweiß haben wir drin? 28, ja, ich bin immer ein Freund von 30, aber ist so hart an der Grenze, dass ich da mal ein Auge zudrücke. 12,9 Gramm Fett. Wirklich gut, dass das Fett von so pflanzlichen Zutaten kommt, natürlich auch im Coating, aber das schlägt sich sicherlich auch irgendwo im Preis wieder. Also da muss man sagen, so mit dieser ganzen Menge an Nüssen, die drin sind, sind die sicherlich auch in der Produktion ein bisschen teurer. So, dann schauen wir mal. Ach, das Licht ist jetzt hier gerade ein bisschen hell, dann sind die Kontraste immer so stark. Aber sollte passen. Hier das Coating. Und wir machen das anders. Ich bin ein bisschen hier rüber gerutscht, weil sonst ja, ist das so ein bisschen für die Kamera schwierig, so starke Kontraste zu haben. Ich persönlich muss ich direkt sagen, Cinnamon Buns, warum Schoko-Coating drum ist, weiß ich nicht. Da hätten sie vielleicht lieber so ein helles Coating wenigstens noch nehmen können, so eine Art Zucker-Coating. So sieht er von innen aus, sehr unspektakulär, also so wie Quest war. Jetzt nicht unbedingt. Ich probiere. Leicht. Oh ja. Oh, da kommt es. Oh, da kommt es. Da kommt der ganze Zimt. Angenehme Süße, also nicht zu krass. Man hat schon deutlich dieses. Sorry. Man hat schon deutlich dieses. Sandige etwas von dem pflanzlichen Protein. Aber dieser Zimtgeschmack, der ist echt sehr stark. Ja, gar nicht so schlecht. Das Coating so ein bisschen schmierig, aber gute Kakaonote. Also für einen veganen Riegel finde ich ihn wirklich ganz gut. Wir gucken uns die hier an. Ich werde euch jetzt mal die Zutaten jeweils nur einblenden und bei einem schauen wir ausführlich drauf. Denn wie gesagt, das dürfte alles recht ähnlich sein und ihr dürft dann pausieren und euch das gerne anschauen. Also die Kalorien sprengen alle die 400 Kilokalorien Marke. Hier ist jetzt der mit dem Mais, 419, 20 Gramm Fett, Kohlenhydrate 12,7, 2,2 Gramm Zucker, Ballaststoffe 22,6, 34 Gramm Eiweiß. Das sehe ich immer gerne, wenn bei einem veganen Proteinriegel oder Pflanzenprotein recht viel Eiweiß drin ist. Dadurch schmecken sie aber auch potenziell schlechter. Dann haben wir noch Pflanzenprotein, genau, Erbsenprotein, Soja, Crispy, Sojaproteinisolat, also aus Soja, ja, hauptsächlich, oder sehr viel und Erbse eben. Milchaktive Schokoladenüberzug, Xylit ist irgendwo drin, da haben wir als Kohlenhydrat, ist aber eben, hat kein, hat schon, aber weniger als Zucker, Erythrit hatte keinen Brennwert.
Ciri-Wurzelfasern, Ballaststoffe, also soweit das Übliche hier eigentlich drin. Erdnusspaste gibt ja auch noch ein bisschen Eiweiß dazu. Und jetzt schauen wir mal. Ich fange aber nicht mit dem Peanut Butter Jelly an, sondern mit dem Gingerbread. Denn wenn es zu sehr nach Ingwer schmeckt, dann mag ich es nicht. Also ihr dürft da gerne bei Beastmod mal vorbeischauen. 10% könnt ihr sparen mit dem Code FOODLOVE. Oh, im Gegensatz zu dem zum Beispiel ist der hier nicht so schmierig. Das mag ich lieber, wenn das Coating nicht so ein bisschen schmierig ist. Also stell dir vor, ihr habt Milka in der Hand und ihr habt Rittersport in der Hand. Die Milka ist schmierig, der Rittersport ist nicht schmierig. So sieht er aus. Oben haben wir so eine Art Karamellschicht. Ich zeige euch die jetzt erst einmal und gleich probiere ich es, damit ich nicht immer die Kamera hin und her wechseln muss. Jetzt schauen wir uns den Spekulus an. Der sieht außen genauso aus. Bisschen heller die Schokolade. Ne? Das hier ist der Spekulus, das hier ist der Gingerbread, also dunkler. Oh, der riecht aber krass. Innen drin sieht er aber eigentlich fast genauso aus. Ein bisschen heller, meine ich. Da muss ich aufpassen, dass ich die gleich nicht durcheinander schmeiße. Ja, so ein bisschen heller und ups, auch ein bisschen anders geformt. Recht feste auch die Riegel. Boah, er hat einen sehr geilen Geruch, der Chocolate Spekulus. Also Geruch gefällt mir sehr. Jetzt Peanut Butter and Jelly. Soll sehr gut sein, soll sehr gut sein. Ist auf jeden Fall ein bisschen kleiner vom Inhalt auch, glaube ich. Hier sind drin 45 Gramm, hier sind drin 45, echt? In allen 45? Also, okay, dann kommt der mir nur kleiner vor. Interessant, okay. Der ist flacher wieder, also komisch, dass die alle irgendwie anders geformt sind. Aber an sich gleich aufgebaut, die Masse, Crispies drin und oben dann so eine Schicht. Also, der Schoko-Gingerbread. Dark Choc Gingerbread, steht auch drauf. Also das ist jetzt Gingerbread, ja, oh shit, habe ich die jetzt verwechselt? Nee, doch nicht, das ist der hier, sorry, ein Stück abschneiden, das ist also Gingerbread. Was sehr geil ist, richtig schön knusprig, knackig, ich mag auch die Konsistenz, so feste, innen ein bisschen sandig, aber komischerweise nicht ganz so wie bei dem anderen, was vielleicht daran liegt, dass diese Crispies das Ganze irgendwie so von der Struktur so ein bisschen vortäuschen, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie anders ist. Das Schoko-Coating außen ist lecker, schön intensive Kakaonote. Gingerbread schmecke ich jetzt aber nicht so sehr viel, muss ich sagen. Nee, eher weniger. Jetzt kommen wir zu dem Schoko-Spekulus. Also, nee, irgendwie kann kein Gingerbread schmecken, Spekulus. Sehr, sehr geiler Geruch. Mm. Oh ja, der ist lecker. Der ist sehr lecker. Ich weiß nicht, ob er wie Spekulatius oder Gewürzkeks schmeckt, aber er schmeckt super gut. Er hat so eine würzige Note, schmeckt irgendwo tatsächlich nach Keks. Das hat mich recht erstaunt. Also stellt euch jetzt bitte nicht so einen Butterkeks vor. Geht wirklich eher so eine Art Gewürzkeks. Ich finde, das passt ganz gut von der Beschreibung. Coating ist so ein bisschen milder, nicht ganz so kakaoig, auch knusprig, gleiche Konsistenz. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Definitiv ein sehr leckerer veganer Riegel. Jetzt kommen wir zu Peanut Butter and Jelly. Oben rote Jelly drin. Kann man jetzt hier vielleicht nicht ganz an den Farben sehen, aber oben ist ja so ein bisschen rötlich. Steht da drauf, was das ist. Für den Jelly. Marmeladengeschmack. Oh ja, oh, da wurde mir nicht zu viel versprochen. Sehr lecker, wirklich so eine Erdnussnote und gleichzeitig so eine, schmeckt nicht original wie Marmelade, aber so eine süßliche, fruchtige Note irgendwo. Eine sehr schöne Kombination, Konsistenz, sowas alles gleich, Schokolade wie bei dem davor, so ein bisschen milder die Schokolade, auch nicht so schmierig alle. Finde ich wirklich auch sehr gelungen hier, so. Könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Und jetzt schauen wir uns den Apple Crumble noch an. So, hier haben wir noch einmal die Zutaten. Wir haben hier Molkeneiweißkonzentrat drin, Molkeneiweißisolat, Isomaltoligosaccharide ist hier wieder der Ballaststoff mit drin, aus Tapiokastärke. Apfelstücke sind drin.
Genau, ich erinnere mich. Die hatten, glaube ich, auch so Fruchtstücke damals auch schon drin. Kakaobutter ist auch drin, finde ich auch sehr schön. Auch hier nochmal Zimt, natürlich Aromen, gewürzt mit, gesüßt mit Sucralose. Die Nährwerte habt ihr einmal hier. 34 Gramm Eiweiß, sehr schön. 29 Gramm Ballaststoffe, 339 Kilokalorien, also relativ kalorienarm, geht so in Richtung Questbar. Oh ja, und hier haben wir so ein helles Coating rum. Das gefällt mir auf jeden Fall besser. Und so von der Form und auch vom Anfassen her ist das alles wie so ein Questbar. Liegt halt an dieser Art Sirup. Es gibt ja auch andere Riegel, die so ähnlich sind. Oh, der riecht schon mal sehr gut. Optik passt auch für mich. Ist halt ein bisschen simpler und wie gesagt, an Quest kommt eigentlich kein Riegel ran, wo man so dicke Stücke hat oder sowas. Aber so gefällt mir das wirklich schon mal sehr gut. Sie werben wohlbemerkt damit, dass sie handgemachte Riegel haben. Wie viel da handgemacht ist, weiß ich nicht. Bei Gustavo Gusto steht auch handgemacht drauf und ich glaube, die machen nur die Pizza von Hand nur ausrollen. Ich meine, es war jetzt nicht alles, aber vielleicht schneiden sie die per Hand. Ich weiß es nicht genau. Auch hier würde ich mir ein bisschen mehr Süße wünschen. Aber dieser Apfelgeschmack, der ist richtig gut. Von der Konsistenz weicher als so ein Quest, aber auch so ein bisschen zäh, kaubonmäßig. Weicher Schokoladenüberzug. Mandeln sind auch drin. Also von den Zutaten kann man, ist das ganz gut. Auch die Gewürze, die man hat, gefällt mir gut. Ich würde mir ein bisschen mehr Süße und ein bisschen mehr Apfelaroma wünschen. Aber da kommt so eine schöne Zimtnote durch. Crumble, weiß ich nicht. Aber wirklich ein sehr leckerer, dieser Quest-Art-Riegel. Einfach dieses Apfelaroma gefällt mir sehr gut. Das gibt es halt auch nicht so oft. Es gab mal einen Apfel von Quest. Der war mega geil. Einer der besten Riegel überhaupt. Gibt es leider nicht mehr. Idioten. Ich hätte ihn gekauft. Also deswegen Idioten. Sie haben meinen Käufer verloren. Für diesen Riegel. Also ich fand den sehr gut. Also der hier ist auch gut. Und wie gesagt, aufgrund der Zutaten kann man irgendwo sagen, ja, okay, Preis ist halt höher. Aber wenn man die Konkurrenz sieht, dann gehen andere Riegel, die halt auch so lecker sind, teilweise auch ein bisschen leckerer, ist auch günstiger. Aber ist halt eine kleinere Firma, von daher ist das alles okay. Aber es ist auch ein anderes Diskussionsthema hier, ob man, Riegel sind sowieso alle viel zu teuer. Kauft sie alle nur bei Rossmann, ganz ehrlich. Und ja, aber trotzdem, also hat mir sehr gut gefallen. Diese beiden sind tatsächlich irgendwo dann jetzt hier auch die Favoriten. Ich habe an jedem so ein bisschen rumgemeckert, von den beiden gebe ich zu, aber die haben trotzdem einen sehr guten Geschmack. Und ich bin halt auch einfach so, ich bin so ein Quest-Kind. Ich bin ein Riesenfan von den Quest-Bars, von daher haben Anriegel ist immer ein bisschen schwer. Und gut, Fakten gibt es, es sind keine Stücke irgendwo drin. Optik ist nicht so geil wie bei Quest oder so, aber geschmacklich fand ich sie sehr gut. Vor allem der vegane, sehr gut, bis auf diesen bisschen sandige. Die Misfits auch sehr gut, vor allem wie gesagt der Spekulus und der Peanut Butter Jelly. Könnt ihr alle gerne mal ausprobieren. Welche ihr davon kennt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch schmeckt. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.